Willkommen zu dem ersten Boss aus Doom Sky. Das war dieser nervtötende Fliegende. Die Klasse hat ein Bade-Limit. Wir sind einmal verreckt. Und wie gesagt, er hat Pre-Pull gemacht. Aber ist kein Ding, ich übernehme hier die Aggro. Dazu zu beachten, als Main-Tank kriegst du immer irgendwann mal so einen Schaden. Nichts tot. Ganz wichtig, das erste Mal wirst du reingesaugt und das zweite Mal auch. Am besten so weit wie möglich weg. Weil dann kannst du nicht nochmal reingesaugt werden. Wenn du reingesaugt wirst und du bleibst drin stehen, sieht man an den Allianzpartnern tot. Dieses Nichts-Windra ist ganz wichtig, nicht stacken und nicht in die Gruppe legen. Genau deswegen. Wenn man das stacken und in die Gruppe legt, tot. Hier ist ganz normales Ausweichen, AOE halt. Wenn man drin stehen bleibt, ne, aber gesehen. Bei Nichts-Windgar ist ganz wichtig, wir sehen das. Also wir sehen die grüne Fläche, die schubst einen weg. Wie wir jetzt gleich eine NK sehen werden, zack, weg ist man. Drauf achten. Je weiter man wegsteht, je weniger Schaden gibt's. Verhängnis, weg, Dispel, fertig. Das macht einen, ja, sterben lassen nach Zeit. Ansonsten, Massenschaden, nichts Eiskar. Wir sehen die Einschläge, die zwei Meteoren-Einschläge da. Da muss man so stehen, dass man hinter so einem Eisblock hier steht. Weil man wird über das ganze Feld geschubst, steht man da nicht, ist der Schubs runter. Garantiert. Haben wir jetzt gerade gesehen. Wir sehen diese schwarzen Felder im Vordergrund. Ist das ganze Feld damit voll? Ist Wipe. Ist sein Enrage Boot. Hier sieht man wieder das klassische Beispiel mit dem Windgar. Windra, ne, Windgar kommt nämlich jetzt wieder. Entschuldigung. Wieder am anderen Ende laufen. Da werden gleich wieder welche furchtbar sterben. Oder auch ne. Wichtig ist, jetzt fangen die Flächen an zu leuchten. Wenn die an zu leuchten fangen, nicht reinstellen. Auch danach sind